Salam Leute, vier Finger Mexican Style. Auf jeden Fall, wir haben wieder Freitag und da ist unser zweiter Versuch. Ihr wisst ja, ich hatte euch gesagt, dass ich ein Thema habe, wenn Missbrauch missbraucht wird und Machenschaften, Dirty Money, was im Internet so alles läuft, sage ich mal, möglich ist. Und ich werde euch heute eine Geschichte erzählen. Für mich eine abgrundtiefe Geschichte so. Ne? Also mir fällt das. Ich hatte das ja schon vorher gesagt, dass mir das so schwer fällt, diese Themen, ne? Darüber zu reden, das mitzuerleben, dass es sowas gibt. Aber auf jeden Fall, ich musste das machen. Das hatte mehrere Gründe. Aber auf jeden Fall will ich jetzt einfach mal zum Thema kommen. Das erste Video, was wir hochgeladen hatten, sollte ja eigentlich schon Freitag gezeigt werden. Aber ich hatte euch in meinem letzten Freitagsvideo gesagt, dass YouTube Probleme gemacht hat. Ich hoffe, dass jetzt keine Probleme auftreten. Wir haben das Video ein bisschen verändert. Auf jeden Fall, das sollen zwei Teile werden. Aber in diesem ersten Teil will ich nur auf das Wichtigste, auf das Wesentliche kommen, dass die Leute auch verstehen, genau verstehen, worum es geht. Und alles Weitere werde ich einfach gucken, in einen zweiten Teil reinzubringen. Da werde ich Ross und Reiter nennen. Auf jeden Fall geht es hier um eine Mutter aus Berlin. Die hatte sich bei mir gemeldet. Das war die Zeit, wo ich mit dem Silver Surfer angefangen hatte. Das war mein zweites, drittes Video, glaube ich, damals. Und diese Frau hat dieser Dr. Juanito Panchito zu mir geleitet, sage ich mal. Und sie bräuchte wohl Hilfe und tralala, alles drumherum. Und natürlich, dafür bin ich ja da, ne? Habe ich gesagt, kein Problem. Und dann ist ein Kontakt entstanden. Dann habe ich mit der Mutter persönlich geredet. Es ging um ihr Sohn. Ich nenne jetzt bewusst den Namen Aaron, weil so heißt er auch. Und zwar mit der Begründung, ne, dass dieser Fall, dieser Junge schon zig Namen bekommen hat. So, man das schon seit Jahren irgendwie drauf kaut aus dieser Geschichte. Mal hieß der Andreas, mal hieß der dies. Jetzt aktuell könnt ihr euch gerne bitte informieren. Da werde ich im zweiten Video zukommen, aber ihr könnt euch gerne schon mal informieren. Betreiben die das als Hope, die nennen das Hope. So, das ist dieser Junge. Und auf jeden Fall hat sie mir ihre Geschichte erzählt. Es ging um ihr Sohn, der in der Zeit ein kleiner Junge war, heute schon 12, 13 ist. Und der soll angeblich war die Geschichte schwer von seinem Vater halt missbraucht worden sein. Sie hat die Geschichte dazu erzählt. Und klar, in dem Moment, ne, sowas Tragisches betrifft einen, trifft einen, habe ich natürlich zugesagt, dass ich ihr helfen werde. Nur weil ich gerade mit der Silver Surfer Sache dran war, musste ich das halt verschieben. Und wir sind so verblieben, dass ich gesagt habe, ey, wenn die Sache jetzt zu Ende ist, wird das das Erste sein, was ich machen werde. Ich hatte sogar in ein, zwei Videos, was den Silver Surfer angeht, auf diese Geschichte hingewiesen gehabt. Da könnt ihr gerne rückwirkend nochmal gucken, ohne viel Details zu nennen. Und so sind wir verblieben. Ich war sogar bereit, ihr die Fahrtkosten von Berlin zu übernehmen, ihre Unterkunftskosten zu übernehmen. Selbstverständlich eine Mutter mit so einer Geschichte, so ein schwerer Fall. Und so sind wir verblieben. Ich habe dann noch gesagt, ey, schick mir bitte mal Sachen, Dokumente, wohlgemerkt, eine Geschichte, die seit 19 Jahren schon läuft, ne? Und habe ich gesagt, schick mir mal bitte Papiere, Dokumente, so dass ich mir mal so ein bisschen einarbeiten kann, reingucken kann, was ich auch bekommen habe. Aber das waren halt so unschlüssige Sachen. Die hatten keine Linie, sage ich mal, da ein bisschen, so solche Geschichten. Trotz allem habe ich mir die angeguckt und mir ist dann aufgefallen, wie gesagt, dass das alles nicht
irgendwie so passte, weil das halt durcheinander war, sag ich mal. Aber im Nachhinein hatte ich gemerkt, dass man mir nur das gezeigt hat, was immer ein anderes Bild gegeben hat, ne? So, ihr müsst euch vorstellen, die Zusammenhänge, die konnte man nicht verstehen, weil ich die Sachen nicht hatte. Ich hatte nur das, was halt immer so ein anderes Bild erstmal ergeben hat. So, trotz allem war ich bereit, das zu machen. Und dann kam die Zeit, wo man mich gewarnt hat. Da sind Leute an mir getreten, die haben mir gesagt, Ali, pass auf, das ist eine langwierige Geschichte. Die Mutter hat das erfunden. So, da wurden schon zig Themen draus gemacht, zig Geschichten wurden darüber erzählt und im Endeffekt auch zig Anwälte verschleißt. Ne? Also man hat immer Anwälte genommen, bis die gemerkt haben, dass da nichts dran ist, dass sie das dann fallen lassen haben. Und die Mutter soll halt, ihr wird es darum gehen, sich selber zu profilieren und vor allen Dingen ihren Ex-Mann einen reinzuwürgen. So ein klassischer Fall. Aber ich konnte das erstmal nicht glauben. Warum? Weil die Geschichte zu hart war. So, und man das vehement verfolgt hat und man ihren eigenen Sohn dafür benutzt. Ne? Da überschreitet man ja Grenzen. Und in dem Moment, wenn eine Mutter kommt, ihr müsst euch das so vorstellen, die erzählt so eine harte Geschichte, warum soll man der Mutter nicht glauben? Ne? Man hat nicht einen Moment, ich für mich persönlich, wo ich irgendwie gezweifelt hatte, ne? So, weil in dem Moment, ne, da ist eine Mutter, so, warum soll die sowas machen? Man kommt einfach nicht auf so eine Idee. Aber dann wurde ich gewarnt und dann habe ich auch genauer drauf geguckt. Und letztendlich, klar, ich habe mir dann auch gesagt, das sind vielleicht wieder die üblichen Leichenfledderer, ne, die Bekannten, die es gibt, die Sachen halt diskreditiert in die falsche Richtung lenken wollen. Und dann kam der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe für mich, ey, lass das die Finger davon. Und zwar, ich habe dann amtliche Dokumente bekommen, die letztendlich gezeigt haben, dass die Sache nicht stimmt, so dass die Sache ganz anders ist und das der Beweggrund war, warum ich die Sache einfach links liegen lassen habe. So, ich war noch so groß, ne, habe das nicht zum Thema gemacht. Ich hätte auch an die Öffentlichkeit gehen können und sagen können, ey, hier, da ist so und so jemand dran getreten, ne, und hier der Panchito hat den vermittelt. Und das war gelungen, habe ich nicht gemacht. Ich habe einfach gesagt, komm, an der Sache ist nichts, dem Jungen ist nichts passiert, was für ein Problem die Mutter hat, mein Gott, ne, halt dich einfach raus, habe ich das so liegen lassen. So, und in dem Moment, wo ich das gemacht habe, fing das dann an, genau von diesen Leuten, ne, diesen Juanito Panchito, dann diese allberüchtigt bekannte, verrückte Shirin Cleopatra nennt die sich, diese Pseudo Aktivistin und Helferin. Wie gesagt, Leute, ich werde in Ruhe im zweiten Teil auf diese Leute genau kommen, ne, was sie alles gemacht haben, wie weit die in diesem Schmutzkampagne beteiligt waren. Auf jeden Fall, die haben dann angefangen, mich jetzt ins Dings zu ziehen, so, ja, hier, der Ali hat der Frau nicht geholfen, der armen Frau, hin und her und dies und das. So, das musste ich mir anhören. So, dann habe ich mir auch erstmal nichts draus gemacht, bis ich dann gesehen habe, dass aktuell momentan immer noch diese Kampagne von diesen Personen geführt wird. Und diese zwei sind nicht die einzigsten. So, das ist schon so eine Bande, ne? Rotz, Sinanji, das sind ja die Lakaien wie der Panchito, wenn ihr euch erinnern könnt. Er war ja damals ganz vorne mit dabei, was die Sache mit Sarah, die zweijährige Nichte und dem Silver Surfer anging. Und dann am Ende des Wegs hat er sich ja, sage ich mal auf Deutsch, auch verkauft. Jeder hat das gesehen, ne? Wo der dann angefangen hat, für die zu reden und das dann auch angefangen zu relativieren. So, das ist dann wieder dieser Pedosyndikat-Bande, die sind da mit involviert. Und auf jeden Fall, bevor ich jetzt weitermache, ich will euch jetzt erstmal zeigen, ne, was ich bekommen habe und warum ich einfach gesagt habe, ey, lass die Finger davon, damit das auch jeder versteht. So, guckt, ich zeige euch jetzt den Brief von der Staatsanwaltschaft. So, da ist ein Brief von der Staatsanwaltschaft, wo raus ersichtlich wird, ne, wo man daraus sieht,
dass da nie ein Verfahren angestrebt worden ist. Ne? Auf jeden Fall, liest euch das selber mal durch. So, das ist von Berlin und das habe ich auch bekommen. Und auf jeden Fall, was soll ich noch dazu sagen? Ne? So, wenn ihr so eine Geschichte hört, einerseits und dann andererseits so ein Schreiben bekommt, dann ändert sich natürlich alles. Ne? Das war jetzt das Schreiben und dazu gab es noch auch einen Gerichtsbeschluss. So, überlegt mal Leute, der Vater soll angeblich den Sohn jahrelang missbraucht haben etc. hin und her. So, aber letztendlich, ne, habt ihr den Brief der Staatsanwaltschaft gesehen und ein Gerichtsbeschluss, wo auch der Vater den alleinigen Sorgerecht bekommen hat. Weil man hat auch eingesehen, dass die Mutter eher eine Gefährdung für den Jungen ist, so, weil sie die ganze Zeit damit nicht aufgehört hat, ne, für ihre eigenen Nutze das voranzutreiben. Sie hat so viel Sachen gemacht, also für mich unglaublich, ne, wie weit man gehen kann bei sowas. Ich verstehe es ja, Rosenkrieg, ne, etc., aber dass man so weit gegangen ist, das habe ich selber noch nie mitbekommen, ehrlich jetzt. Ne? Irgendwo hat das ja eine Grenze, zumindest wenn es um die eigenen Kinder geht, den eigenen Kind geht, gab es aber nicht. Und ich zeige euch mal jetzt den Beschluss. Ne? Ihr könnt euch den auch gerne mal in Ruhe durchlesen. Auf jeden Fall, das ist ein Kammergerichtsbeschluss. Da ist alles geregelt, wie das dann halt ablaufen soll. Und die Mutter darf ihr Sohn eigenständig gar nicht sehen, ne? Nur unter Beaufsichtigung. So. Und das ist über irgendeinen Verein, glaube ich, oder Jugendamt gelaufen. So weit ist das gegangen. Ne? Also die Behörden haben das auch dann schon gecheckt, haben diese Maßnahmen ergriffen, dass man die Mutter als Gefährdung gesehen hat. So, Leute, guckt euch das einfach an. Jetzt überlegt euch, ich sitze hier, da kommt eine Mutter, wird von so einem Panchito vermittelt. Ne? So, das ist alles abgekartet gewesen, weil diese Leute wissen, dass das nicht stimmt. Das ist halt dieses Skrupellose, was ich sage, wenn Missbrauch missbraucht wird. So, und jetzt stellt euch vor, da kommt eine Mutter, erzählt so eine harte Geschichte. Ne? So, und klar, das Herz tut weh, man will helfen und dann bekommt ihr solche Dokumente. Jetzt bei allem Respekt, wie soll ich sowas machen? Ich würde ja, das ist das so. Ich habe ja immer gesagt, ich bin immer neutral in der Mitte. So, wenn einer zu mir kommt und eine Geschichte erzählt und die Plattform will, dann höre ich mir das an. Klar, aber das heißt nicht, dass ich jetzt ein Teil dieser Geschichte bin oder hinter dieser Person stehe. Ich biete nur etwas, aber ich recherchiere auch die andere Seite. Und wenn die andere Seite recht hat, dann nenne ich da auch Ross und Reiter und lege das auf den Tisch. Ne? So. Und in dem Fall ist das jetzt umgekehrt. Ne? Leider, so, warum? Weil ich bitte euch, Leute, bei so einer klaren Sache, wo komme ich denn hin, dass ich sowas vertrete? So, ne? Das ist unmöglich. Deswegen habe ich diese Sache nicht gemacht, Leute. Genau deswegen. So. Aber ihr seht an den Dokumenten, den ganzen Papieren jetzt, ne, dass ich auch Recht behalten habe, dass ich das Vernünftige gemacht habe, mich nicht für so eine Schmutzkampagne hinziehen lassen habe, aber trotzdem man mich deswegen auch wieder ins, sage ich mal, falsche Licht drücken wollte. So, ich zeige euch mal jetzt, also beziehungsweise, wie gesagt, im zweiten Teil werde ich dazu kommen, aber vor allen Dingen ganz vorne ist dieser Juanito Panchito, ne? Ihr könnt in ihre Internetseiten gehen, der Fall Hope nennen die das, zurzeit sind die das ganz vorne mit am Treiben, ne? So, und diese Shirin Cleopatra, geht mal im Telegram rein, sie hat da auch einen YouTube-Account, sie betreibt da nur Hetze eigentlich, so, alles was nicht ihrer Meinung ist, sind, weiß ich nicht, Kriminelle, Kinderhändler, also jeder normale Mensch, so,
der sich das einmal anguckt, der sieht sofort, was diese Frau im Schilde führt. So, sie hat noch mehr Dreck am Stecken, Spendenskandale hin und her. Da hat der Attila sogar noch ein Video drüber gemacht gehabt. Aber zu all das will ich später kommen. Jetzt ganz aktuell zeige ich euch mal, jetzt guckt mal genau hin, was dieser Panchito, Juanito Panchito, über diesen Fall postet. Und guckt mal, was da geschrieben ist und was er sagt. Guckt euch das mal an. Habt ihr gesehen? Überlegt mal, Leute. Der geht hin öffentlich, ne, und tut seine Auftraggeber, ne, für die der ja arbeitet, in Roos, Rotz, Sinan G, Silver Surfer, ne, einen Mock, tut er aufrufen, das zu bearbeiten, das öffentlich zu machen. Gerade diese Leute, hey, so unglaublich, ne, unglaublich. So, also da fragt man sich echt so, ey, wo leben wir überhaupt? Ne? Gerade diese Leute, ne, sollen da jetzt helfen. So, das reicht nicht. Noch was ganz Aktuelles, ne? Wie gesagt, ich bin ja der Böse. Ne? Hier ist auch noch ein aktueller Post. Guckt euch das auch mal an. Ne? So, wir sind Täterschützer. Ich wäre ein Täterschützer. Ne? Und was weiß ich. Liest euch das einfach an. Ein Täterschützer. Leute, ich bin einer, der vernünftig ist und keine sich auf so eine üble, ne, echt und so ab artige Kampagne sich einlässt, wo die Sache glasklar ist. Und guckt euch mal diese Leute, die da drumherum fungieren, da sind noch mehr, die werde ich euch alle nennen und zeigen, was die da machen. So, das ist so ein System, ich erkläre euch das kurz. Die gehen zu irgendwelchen Leuten, ne, dann werden diese Papiere so irgendwie gezeigt, ne, so ein anderes Bild gezeigt, dann die Mutter, das ist schon einstudiert, dann haben die diese Leute dann drumherum, die das mit fördern, und dann tingeln die halt durch ganz Internet Deutschland und tun diesen Fall von oben bis unten missbrauchen, durchkauen für ihre eigenen Zwecke, ne, so, die stellen sich dann damit so als Kinderschützer, Helfer und hin und her, obwohl die genau das Gegenteil sind und das Gegenteil machen. Wenn Missbrauch missbraucht wird, das ist für mich, ne, unterste Stufe. Also unterste Stufe ist das für mich. Wie auch immer, ich habe mir dann gesagt, Junge, ne, was ist überhaupt an dieser Sache dran? Was ist in Wahrheit an dieser Sache dran? So, ich habe das journalistisch in die Hand genommen, so wie ich das immer mache, und habe dann angefangen zu recherchieren. So, die Dokumente hatte ich bekommen, aber da war ja viel mehr. Und meine Arbeiten haben dann gezeigt, dass ich nicht der Einzige bin. So, dass mehrere Leute, sage ich mal, hinters Licht geführt worden sind. Also ich bin ja nicht hinters Licht geführt worden. So, ich habe es ja nicht gemacht, aber es waren Leute, die es gemacht haben, die leider drauf reingefallen sind, teilweise sehr tief. So, und diese Leute habe ich gefunden. Da sind viele, aber ich sag mal, bereit waren. Ich habe mit denen geredet, die auch bereit waren, darüber zu reden. Da ist ein Kinderschutzverein. Der ist hier in Bochum, hier in der Nähe. Da wurde die Sache angesprochen. Diese Leute haben sie hinters Licht geführt. Diese Leute haben sich für diese Sache eingesetzt, bis sie am Ende gegen eine Wand gefahren sind. Dann habe ich eine Politikerin gefunden, die man auch involviert hat. Die Frau hat sogar aus ihrer Tasche einen Anwalt bezahlt. Also die war am längsten eigentlich an der Sache dran, bis sie am Ende auch gesehen hat, gemerkt hat, was da gespielt wird. Und so zieht sich das alles durch Deutschland. Lass mich nicht auf solche Kampagnen ein. Ich habe diese Leute gefunden, ich habe mit denen geredet, ich habe mit denen Interviews gemacht, die waren bereit, vor der Kamera zu reden. Und ich will jetzt einfach mal zu dem ersten Interview kommen. Das ist ein Kinderschutzverein, und ich will auch gar nicht groß reden. Lassen wir den Betroffenen einfach reden. Guckt euch das mal an. Erstmal hallo und danke, dass du gekommen bist. Auf jeden Fall
wenn du dich einmal mal vorstellen würdest. Hallo, mein Name ist Dennis Engelmann. Ich bin 30 Jahre alt. Ich wohne im Ruhrgebiet und ich mache gerade eine Umschulung. In meiner Freizeit bin ich ehrenamtlich im Kinderschutz tätig. Ich bin Gründer und erster Vorsitzender des gemeinnützigen Vereins Kinderseelenschützer e.V. mit Sitz in Bochum. Danke erstmal. Meine Frage, was macht ihr denn in dem Verein? Was macht denn dein Verein genau? Kannst du da was zu sagen? Also erstmal sind wir eine Lobby für Betroffene. Das heißt, wir geben Kindern eine Stimme. Wir versuchen über unsere sozialen Social-Media-Kanäle Aufklärungsarbeit zu betreiben, aber auch Feldarbeit leisten wir. Das heißt, wir beraten Betroffene, wir begleiten Betroffene von Gewalt zu Behörden und konfrontieren auch Behörden mit Versagen, wenn wir welches feststellen. Okay, wir haben ja einen besonderen Anlass, dass du heute hier bist. Und zwar geht es ja um den Fall Aaron, der ist zwar in Berlin, so. Und da hätte ich ein paar Fragen an dich, weil ihr seid ja irgendwo, sage ich mal, auch Betroffene in dem Sinne, dass ihr auch auf, also ich sag mal, hinters Licht geführt worden seid. Und kannst du uns mal dazu was sagen, wie ist es überhaupt dazu gekommen, wie habt ihr mit der Mutter Kontakt oder wie hat die Mutter mit euch Kontakt aufgenommen? Also wir wurden vor 3 Jahren, also ungefähr August, September 2020, wurden wir von einer anderen Kinderschutzaktivistin kontaktiert. Die hat auch einen eigenen Kinderschutzverein und hat uns gebeten, diesen Fall öffentlich zu machen. Sie hat uns erzählt, dass eine umfangreiche Datenlage vorliegt, dass sie und auch ein anderer Kollege im Kinderschutz schon einen Fragenkatalog an das zuständige Gericht geschickt hätten und dass das alles in dem Sinne eine wasserdichte Geschichte ist, aber dass jemand gebraucht wird, der halt größer ist von der Reichweite, um das zu veröffentlichen. Und wie ging das dann weiter? Ihr habt jetzt davon gehört. Wann hattet ihr den ersten Kontakt selber mit der Mutter und was hat die euch denn erzählt? Also natürlich hatten wir dann sehr zeitnah nach dem Telefonat mit der besagten Kinderschutzakteurin Kontakt auch mit der Mutter. Wir haben uns natürlich vorab in die Dokumentenlage eingelesen, was wir schon zugeschickt bekommen haben und haben dann mit der Mutter über die Erlebnisse gesprochen, die sie uns halt dann geschildert hat, also um den Fall, um den es ja da geht, und haben dann erstmal noch weitere Unterlagen angefordert, wie Gutachten und so weiter, die sie uns dann auch hat zukommen lassen. Und was habt ihr von der Sache dann gehalten? Ihr habt die Dokumente bekommen, die Geschichte gehört und wie ging das dann weiter? Also wir waren mit einem guten Dutzend, also über 12 Leute waren auf jeden Fall aus meinem Team mit in diesem Fall involviert. Wir haben uns in diese doch sehr umfangreiche Datenlage eingelesen und waren aufgrund der Gutachten erstmal sehr, sehr schockiert und haben auch erstmal diesen Missbrauch, der da ja suggeriert wird, auch für möglich gehalten. Und uns war klar, dass wir in dieser Sache helfen möchten oder helfen wollten, weil wir der Überzeugung zu dem Zeitpunkt damals war, dass der Junge von seinem Vater missbraucht wird. Und was habt ihr dann an Maßnahmen halt betrieben? Wie seid ihr denn dann da vorgegangen? Wir waren sehr irritiert darüber, dass das zuständige Jugendamt in Berlin-Neukölln nicht tätig geworden ist, dass auch Meldungen irgendwie unbeantwortet geblieben sind. Das heißt, wir haben im Team eine Aktion geplant, dass wir alle Bezirksjugendämter in Berlin angerufen haben, um dann, dass Meldungen an das Jugendamt Berlin-Neukölln gemacht werden, dass wir da eine mutmaßliche Kindeswohlgefährdung, also einen Kindesmissbrauch haben.
Und weitere Maßnahmen, wo ihr das jetzt gemacht habt, was ist dann passiert als Ergebnis jetzt? Also es ist so, dass wir, nachdem das alles nicht gefruchtet hat und wir ja dann auf die Schiene gekommen sind, dass da Politiker in Berlin-Neukölln mit involviert sind oder halt eben auch Carsten Stahl, haben wir dann entschieden, diesen Fall zu veröffentlichen, weil wir selber mit unseren internen Maßnahmen nicht mehr weitergekommen sind. Und was ist danach passiert? Ihr habt das jetzt, ihr seid da nicht weitergekommen. Nächster Schritt, ihr habt das veröffentlicht und wie ging das dann weiter? Naja, es ist so, dass wir erstmal den besagten Politiker ins Auge gefasst haben, dass wir darauf den Fokus gelenkt haben und im weiteren Verlauf dann auch auf Carsten Stahl. Wo wir dann diese Querverbindung zwischen den beiden festgestellt haben. Und da haben wir suggeriert, dass Carsten Stahl mit diesem Kindesvater befreundet sei und dass er möglicherweise einen potenziellen Kinderschänder deckt. Das hat natürlich für große Aufruhr gesorgt. Parallel intern haben wir natürlich weiter recherchiert. Und dann gab es auch die Information von einem Teammitglied, dass aus dem besagten Jugendamt der Mutter nachgesagt wird, dass sie halt Münchhausen bei Proxy hat, dass wir in dem Sinne vorsichtig sein sollen. Und das jetzt mit der Geschichte Carsten Stahl, wie ist das da weitergegangen? Hat sich das bewahrheitet oder wie seid ihr dann weiter vorgegangen? Ja, es war so, dass wir... Die Sache mit Carsten Stahl stand dann sehr lange im Raum. Und es ist natürlich so, dass sich die ganze Geschichte rund um Carsten Stahl nicht bewahrheitet hat, dass er den Kindesvater gar nicht mal wirklich kennt. Also das, was uns mitgeteilt worden ist, war gelogen. Und wir wurden in dem Sinne auf eine falsche Fährte gelockt. Die Folgen daraus war, dass wir 2,5 Jahre im Kinderschutz in dem Sinne stark verfeindet waren, dass wir uns aus dem Weg gegangen sind, ich sogar unsere Community vor ihm gewarnt habe, dass ich habe Menschen sogar vor den Kopf gestoßen, weil sie ihm gefolgt sind, einfach weil ich dachte, dass dieser Mensch nichts Gutes im Sinn hat. Das war ein sehr, sehr großer Trugschluss. Jetzt zu der Mutter einmal zurück. Wann war für euch der Moment oder der ausschlaggebende, sage ich mal, Ereignis, wo ihr gemerkt habt, dass was mit der Mutter nicht stimmt? So. Und was war denn genau so? Hast du da irgendetwas, was Auffälliges dann halt war für euch? Es sind sogar drei Punkte. Das erste war, dass der Kontakt mit der Mutter von Anfang an sehr, sehr schwierig war, weil ich dann den Eindruck hatte, dass es ihr sehr, sehr viel um sich selber gegangen ist. Also es war so, dass sie eine Plattform bei uns haben wollte, dass sie ständig irgendwelche Statement-Videos machen wollte, aber von sich aus, dass sie sich selber als Opfer sieht. Dabei ist er ihr Sohn das mutmaßliche Opfer gewesen. Das fanden wir schon sehr komisch, weil so verhält sich keine besorgte Mutter. Also eine besorgte Mutter versucht ihr Kind zu schützen und nicht sich selber in den Vordergrund zu stellen. Die zweite Geschichte ist, wir haben das an die Presse weitergeleitet, auch an mein oder an unser Pressenetzwerk. Auch die haben nicht darüber berichtet, weil wir auch zuerst gedacht haben, dass irgendwie, dass da auch die Presse mit drin hängt und so. Das wird ja auch suggeriert. Und die dritte Geschichte ist halt, dass wir intern ja den Hinweis bekommen haben, dass die Mutter Münchhausen bei Proxy haben soll. Und daraufhin haben wir dann entschieden, dass wir ganz schnell den Fall öffentlich in dem Sinne ad acta legen und uns auch von der Mutter distanzieren. Was mich jetzt interessiert, für euch als Verein, was war für euch letztendlich der ausschlaggebende Punkt? So, oder ich sag mal, der endgültige Beweis, woraus ersichtlich war, dass die Mutter, wie gesagt, halt da, ich will jetzt nicht Spiel nennen, aber halt diese Sache am Vorantreiben war, wo ihr die Erkenntnis habt, dass da die Sache nicht stimmt und stimmen kann.
Das war, wie gesagt, das, wo intern unser Teammitglied, das beim Jugendamt arbeitet, mit einem Kollegen aus dem zuständigen Jugendamt dann diese Information bekommen hat, dass da schon mehrere Verfahren am Laufen waren, von denen wir gar nichts wussten, gegen die Mutter, also zum Nachteil der Mutter, und dass eben die Mutter Münchhausen bei Proxy haben soll. Und die Geschichte, ihr habt euch dann zurückgezogen. Abgesehen davon, habt ihr auch Dokumente bekommen oder halt Papiere in Form, woraus auch ersichtlich wurde, dass da was nicht stimmt? Das kann ich so tatsächlich nicht sagen. Es war einfach eine sehr umfassende Datenlage und für uns war an sich die Datenlage eindeutig, aber es hat überhaupt nicht mit dem zusammengepasst, wie die Mutter sich verhalten hat, was wir für Hinweise aus dem Jugendamt bekommen haben. Also diese Auffälligkeiten mit der Datenlage, wir haben ja damals gedacht, wir hätten alles bekommen. Also woher sollen wir wissen, dass wir etwas nicht bekommen haben, so dass wir darüber jetzt erstmal nicht stutzig geworden sind. Weil die Daten oder die Dokumente waren ja schon zum Teil sehr erschütternd. Und ich verstehe jetzt das daraus, korrigiere mich. Also haben wir hier eine Mutter, die Behauptungen aufgestellt hat, dass ihr Kind missbraucht worden sein soll und das aber nicht so stimmte. Und da ist ja auch ein Vater. So, weißt du auch was über diesen Vater? Also er soll ja eigentlich der Haupttäter sein. Habt ihr irgendwelche Informationen über den Vater erhalten gehabt? Naja, es wurde uns suggeriert, dass er schon mal wegen Missbrauch wohl verklagt wurde, aber ein Urteil oder so haben wir nie gesehen. Das heißt, auch da haben wir erstmal vertraut, weil Kinderschutz und die Arbeit mit Betroffenen beruht ja nun mal auf Vertrauen, aber einen Beweis dazu haben wir nie gesehen. Grundsätzlich tut uns der Vater auch sehr leid, genauso wie Aaron. Was aber noch gesagt werden muss, ist einfach, vielleicht kommen wir auch dazu nochmal, aber was mir wichtig ist, dass die Mutter dieses Spiel bis heute betreibt, dass die Mutter dafür sorgt, dass der Junge in der Öffentlichkeit immer neue Namen bekommt. Wir haben ihn damals Noel genannt, um ihn einfach zu schützen. Dann hieß er Andreas. Dann hat irgendwer, was überhaupt nicht kinderschutzkonform ist, den Klarnamen von dem Jungen veröffentlicht. Dann hat ein Verein aus Österreich oder so den Jungen Hope genannt, Hilfe für Hope. Das heißt, es sind vier Fälle, die in dem Sinne ein einziger Fall sind, aber es wird suggeriert, dass es jedes Mal was Neues ist. Und das zeigt einfach diesen perfiden Plan und diesen unglaublichen Missbrauch mit dem Missbrauch. Ich habe ja heute bewusst den Namen Aaron gesagt, weil wir machen das, um endgültig dem Vater, den Jungen zu helfen, die Öffentlichkeit halt hellhörig zu machen, zu informieren, was da gerade läuft. So. Und da sind ja auch viele Akteure, die auch gerade aktuell da rummischen, Lügen verbreiten und die Sache weiterführen und aus der Natur. Und wie sieht das heute aus? Habt ihr noch heute Informationen über die Mutter und also über den Fall? Nein, also wir sind ja an sich sind wir ja nur noch passiver Beobachter, auch als das Ende letzten Jahres hochgekocht ist, wo die Andrea Zürcher an dem Fall dran war, haben wir uns natürlich mit Andrea auch vernetzt, weil wir vielleicht in der Identität nicht mehr dran geglaubt haben, aber wir irgendwie trotzdem gedacht haben, das kann eigentlich nicht sein, dass da nichts ist, weil wir einfach an das Gute im Menschen, an das Gute an einer Mutter glauben, dass sie wirklich versucht, ihr Kind zu schützen und ja, aber wirklich Informationen, also intern, das haben wir dann nicht mehr bekommen, weil wir uns auch da rausgehalten haben. Wir haben das halt passiv beobachtet und ja, haben auch da dann festgestellt, als Andrea dann zurückgerudert ist, dass da definitiv was nicht stimmen kann. Und haben dann natürlich auch den Kontakt mit Andrea nochmal gesucht. Nochmal zur Info an die Zuschauer, Andrea ist die Politikerin, ne? Dazu werde ich auch noch kommen. Und
zwar mit ihr werde ich auch ein Interview noch führen, sie ist ja auch Betroffene. Und jetzt noch eine Frage, wie habt ihr euch da dann auch Beispiel wie mit Carsten Stahlmann ist ja da gegen ihn auch theoretisch falsch vorgegangen. Wie habt ihr euch da, wie ist die Sache da zu Ende gegangen? Naja, es ist so, dass wir beide, also dass ich über Andrea den Kontakt zu Carsten gesucht habe. Ich habe gesagt, Carsten kann mich anrufen, weil ich bemerkt habe, jetzt ist es höchste Zeit, Tacheles zu reden, sich zu entschuldigen und die Dinge aus der Welt zu schaffen. Carsten hat mich dann auch angerufen. Wir haben dann auch länger telefoniert. Wir haben am selben Abend, habe ich noch ein Statement-Video hochgeladen, über mehrere Minuten, wo ich das, was damals passiert ist, nochmal hochgeholt habe, wo ich gesagt habe, dass wir falsch liegen, dass die Vorwürfe, die wir gegen Carsten erhoben haben, nicht der Wahrheit entsprechen, dass es mir persönlich als Vorsitzender, aber auch uns als Verein sehr, sehr leid tut, dass wir da auch selber den Kinderschutz beschädigt haben, weil wir selber eine Mauer gebaut haben, nicht mit ihm zu kooperieren und auch andere unfair behandelt haben. Und ja, mittlerweile ist es so, dass wir an einem Strang ziehen, dass wir einen Schulterschluss haben und ja, und wir und auch ich natürlich als Vorsitzender und der auch damals federführend mit verantwortlich war, versuche heute bis meine Rolle oder meine Verantwortung mir bewusst zu sein und versuche einfach dem Jungen zu helfen, dem Vater zu helfen und einfach auch ein Stück weit das Vertrauen in den Kinderschutz aufrechtzuerhalten und zu zeigen halt, wie es richtig gehen kann. Auf jeden Fall, das war es eigentlich jetzt soweit. Zurzeit sind ja noch andere Akteure weiterhin mit dieser Geschichte dran. Also die ziehen die gleiche Masche weiter durch. Zu diesen Personen werde ich am Ende kommen. Und auf jeden Fall hast du noch allgemein was zu sagen diesbezüglich der Mutter, dieser Sache, dem Fall an die Öffentlichkeit, an die Zuschauer als Verein? Ja, also es ist so, dass natürlich die Mutter mit ihrem Verhalten über die ganzen Jahre den betroffenen Müttern, also deren Kinder wirklich missbraucht werden, einen Bärendienst erweist, dass wir zum Beispiel als Verein grundsätzlich nicht mehr über die Schiene Vertrauen gehen können. Wir nehmen solche Fälle nicht mehr an, sondern sie müssen in dem Sinne schon medial oder andersweitig schon recherchiert sein. Wir können nur an euch appellieren, nicht immer blind zu glauben. Wir möchten uns nochmal bei dem Vater und bei Aaron auch entschuldigen, weil wir einfach auch das mit veröffentlicht haben damals. Und wir wünschen einfach Aaron und seinem Vater, dass sie zur Ruhe kommen können und dass endlich auch die ganzen Parasiten, diese ganzen Unmenschen, die wissen, dass es nicht der Wahrheit entspricht, endlich aufhören mit ihren Lügen, weil damit schaden sie dem Kinderschutz und vor allen Dingen schaden sie damit auch diesem Jungen. Und damit muss Schluss sein. Okay, starke Worte, Dankeschön. Ich bin genau der gleichen Meinung. Deswegen mache ich das ja, dass irgendwann Schluss sein muss. Und der Junge verdient auch Ruhe. Ne? Der ist nicht mehr der kleine Junge, von dem die reden. Der ist schon heute viel älter. Und auf jeden Fall, ich bedanke mich hier nochmal an dir. Danke, dass du hier hingekommen bist. Und diesbezüglich, was dein Verein angeht, ich habe das hier eingeblendet. Ich blende das nochmal ein. Leute können das gerne unterstützen, ne? Man kann auch Mitglied bei euch werden. Auf jeden Fall von uns, Schaltzentrale, vielen Dank und wir sehen uns dann nochmal. Habt ihr jetzt mitbekommen, gehört, ne? Wie die das erlebt haben, was die alles erlebt haben. Ne? Das ist so, das ist wie eine Linie, so immer das Gleiche. So. Und nochmal danke an hier, ne, an den Dennis und die anderen Mitarbeiter dieses Vereins, dass ihr euch dazu bereit erklärt habt, darüber zu reden. Ich fand das stark also. Ne? Und dann will ich direkt weitermachen. Dann war noch eine Politikerin im Spiel. So, wie gesagt, die Frau hat echt sehr viel gemacht, ne, muss ich sagen. Ich habe mit ihr persönlich geredet. Und ich habe hier, ich sag mal, so ein Statement, ne, den ich euch mal zeigen will.
Und guckt euch, hört euch das auch mal einmal bitte an. Mein Statement zu dem Live bei den Trovatos vor 2 Tagen. Die meisten von euch werden diesen Livestream bei den Trovatos gesehen haben. Da war die Jacqueline Saar zugegen, die Kindesmutter, Carsten Stahl, die Trovatos und ich. Ich kann es tatsächlich in diesem kurzen Statement nicht alles ausholen, deswegen überlege ich tatsächlich auch Teilauszüge des Livestreams zu veröffentlichen, damit man diese Hintergrundinformation hat. Fakt ist hierzu, wir haben die komplette Aktenlage eingesehen, wir haben Teilakten zugeschickt bekommen, weil wir eben nur einen kleinen Auszug von der Kindesmutter hatten. Und es ist nun mal Fakt, dass dieses Kind niemals missbraucht worden ist. Dieses Kind wurde ganz oft in den Krankenhäusern untersucht, teilweise unter Betäubungsmittel gesetzt. Dass dieses Kind diese Untersuchung erträgt, ja, das ist ja schon an Widerwärtigkeit eigentlich nicht mehr zu überbieten. Es wurde nie sexueller Missbrauch dokumentiert. In keiner Anamnese steht tatsächlich, dass es Verletzungen, die auf einen Missbrauch hindeuten, festgestellt worden sind. Es existiert nun auch ein Schreiben von der Staatsanwaltschaft Berlin, die ganz klar sagt, nach wiederholten Anzeigen der Kindesmutter wird davon abgesehen, den Kindesvater und auch das Kind nochmals dazu zu befragen. Wir haben relativ schnell gemerkt, dass was an dieser Geschichte nicht stimmen kann, weil die Theorien seitens der Kindesmutter immer wilder wurden. Es wurde dann schlussendlich behauptet, dass Carsten Stahl als Vater für den Aaron in Frage kommt. Sie hatte ihn wohl auch vor 14 Tagen angezeigt wegen Vergewaltigung. Dieser Fall liegt 13 Jahre zurück oder die Geburt des Kindes 13 Jahre zurück. Und an dieser Stelle fragen wir uns, warum erst vor 14 Tagen eine Anzeige getätigt worden ist. Es wird auch nun behauptet, wir wären alle beim Verfassungsschutz, wir wären Freimaurer, Satanisten, wir würden Kinderblut trinken und wir würden alle unter einer Decke stecken. Da mischt die Kindesmutter tatsächlich mit ganz, ganz vielen anderen Menschen, die auf Instagram gerade unterwegs sind. Und das werden wir definitiv stoppen. Es ist jetzt für uns wichtig, dass jeder weiß, dass Carsten Stahl nicht in diesen Fall involviert ist und dass auch niemand anderes in diesen Fall involviert waren. Denn die Kindesmutter hat tatsächlich sehr viel Zeit darin investiert, ihren Ex-Freund fertig machen zu wollen und ist total, also bis aufs Äußerste gegangen. Ich bitte aber jeden an dieser Stelle, der in diesem Fall mit involviert war, sich davon öffentlich zu distanzieren, weil der Kindesvater und auch Aaron möchten endlich ihre Ruhe haben. Vielen Dank. Habt ihr gehört, Leute? Das ist eine regelrechte Kampagne. Das ist organisiert, was da gemacht wird. Das ist das Perfide. Und ich könnte euch noch mehr Leute bringen, aber also den Dorf, den man sieht, muss man nicht erklären. Ihr seht, ne, das sind auch Leute, die damals in der Kampagne gegen Carsten Stahl mit dabei waren, die sich, ihr kennt das ja, ne, wo ich anonym Sachen bekommen hatte, wo ich dann auch eine Reißleine gezogen habe, ein Video gemacht habe, ne, Schluss gesagt habe, wo man seine Familie mit reinziehen wollte, wo man Sachen gefälscht hatte. Das sind teilweise die gleichen Leute mit in dieser Geschichte drin, mit in dieser Gruppe drin. Und denen ihre Aufgabe ist das, ne, nochmal, wenn man missbraucht, die nehmen solche Sachen, die haben überhaupt keine Grenzen und schlachten das aus, so, um selber dadurch im Internet sich als Kinderschützer, Aktivistin und dies und das und jenes zu sein. Aber das sind die Schlimmsten. So schlimmer geht's gar nicht. Das sind Betroffene, diese Leute. Die wurden auch alle hinters Licht geführt mit so einem sensiblen Thema. Überlegt euch mal, Leute. Und ich bin der Letzte, der auf so ein Boot aufspringt. Ich bin auch der Letzte, der sich hinters Licht führen lässt. Nochmal, ich überzeuge mich erstmal, wie ich das in Vergangenheit gemacht habe. Mit meinem Denken, meinem System. Vorher würde ich sowas nie anfassen, solche Themen. Und wenn, auch wenn ich die mache und die Plattform biete, habe ich persönlich mit diesen Geschichten nichts zu tun.
So, weil das ist ja schon so ein Volkssport geworden. Egal, wem ich die Plattform biete, versucht man das sofort mit mir in Verbindung zu bringen. So, und das ist einfach lächerlich. Ne? Was habe ich mit den Geschichten zu tun, die die Leute hier erzählen? So, ne? Wenn ich die Plattform biete, klar. Wenn ich am Ende meine Meinung sage, kann man gegen meine Meinung was sagen, aber nicht gegen das, was die Leute hier an Geschichten erzählen. Wo komme ich denn hin? So, und wie gesagt, Leute, das ist einfach was für mich so echt so unglaublich so. Ne? Mir fehlen echt immer die Wörter, so dass Menschen bereit sind, so weit zu gehen. Ne? Und das sind viele, die werde ich alle nennen, die werde ich alle zeigen. Dazu werden wir noch kommen, weil jeder von denen hat einen Berg an Dreck anstecken. So. Viele sind schon bekannt, ne? Und denen schreckt nichts ab. Und teilweise maskieren die sich, teilweise zeigen die sich gar nicht. So. Und tun im Internet solche Kampagnen vor sich hinführen. So. Und weil ich mich darauf nicht eingelassen habe, soll ich jetzt der Böse sein. Für die ist jeder böse. Jeder, der nicht der gleiche Meinung wie die sind, ne, oder die gleiche Richtung vertritt, das sind sofort die Bösen. Alles wird vorgeworfen. Von unglaublichsten Sachen, Menschenhandel, Kinderhandel, dies, das, Okkultismus, keine Ahnung. Vor allen Dingen diese Schirin Kleopatra, ne, das ist echt eine gefährliche Frau. Ich mache keinen Spaß, ne? Die ist einfach gemeingefährlich mit ihrer Schizophrenie, sage ich mal. Und diese Leute haben diese Mutter in der Mitte, die hinter Rache her ist und machen einem Vater und seinem Sohn schon seit 9 Jahren, 10 Jahren das Leben zur Hölle. Überlegt euch mal, ne? Mir tun die echt leid, deswegen mache ich dieses Video, ne? Weil irgendwann muss sowas aufhören, ne? Der Junge, der ist schon 11, 12 geworden. So, und überlegt euch mal, seit 9 Jahren, 10 Jahren macht die Mutter das und sie hat immer wieder andere Leute gefunden, die immer die gleiche Geschichte erzählt hat, immer ins Boot gezogen hat, immer in diese Richtung gebracht hat, bis immer diese Leute abgefallen sind, spätestens wo sie gesehen haben, gemerkt haben, dass nichts an dieser Sache dran ist. Wie gesagt, aktuell ist diese Clique da dran, ne? Die Mitarbeiter vom ROTZ, ne, Pedosyndikat. Und ich finde das einfach unglaublich, das Allerhärteste überhaupt. Die Mutter, die schickt einen wildfremden Mann morgens mitten auf die Straße und lässt den kleinen Jungen auf dem Weg zur Schule abfahren. Ich hatte dieses Teil, was ich verpixelt habe und im Video drin hatte, euch zeigen wollte, aber da hat YouTube auch Probleme gemacht, deswegen kann ich das jetzt hier nicht zeigen. So, ich bin am Überlegen, wie ich das mache, vielleicht über einen Link oder so. Da sind viele Sachen halt. Mir ging es jetzt darum, dass ich das Wesentliche zeige, worum es hier überhaupt geht, warum ich diese Sache nicht gemacht habe. Ne? Nochmal, ihr habt die Dokumente gesehen. Wie soll ich sowas machen? Wie? Ich würde ja genau diese gleiche Schmutzkampagne vertreten, Leute. Okay, so, ich lasse mir nicht hinterher sagen, dass ich eine Mutter, die Hilfe braucht und in so eine Situation stecken würde, dass ich ihr nicht helfen würde. So, ganz im Gegenteil. Ich helfe nicht jeden, wenn, dann muss das Hand und Fuß haben. Man kann nicht Schlechtes vertreten. Ne? Wo komme ich denn dahin? Und das war mir jetzt wichtig, das mal zu zeigen, darüber mal zu reden. Ne? Mich selber ehrlich, widert das so an? Ne? Ich habe das schon mal gesagt, als Mensch, so meine Psyche, ich bin schon durch diese Themen betroffen, weil man sitzt hier, sieht das, guckt zu, ne? Und wie die Leute da ihr Unwesen treiben. Nochmal, ich hatte so viele Momente, wo Selbstjustiz durch meinen Kopf gegangen ist, aber die Vernunft siegt immer. Aber trotzdem greift das einen Menschen an. Das hinterlässt Spuren, so, und das macht mit jemandem etwas und mir ist das schon diese Themen unangenehm geworden, weil das halt jemanden trifft. Und ich kann das einfach nicht glauben, wie weit Menschen gehen. Guck mal, was wir alles gesehen haben. Ne? Ein erwachsener Mann, ne? Silver Surfer, von der Staatsanwaltschaft bestätigt, ne? Hat so kranke Gedanken,
so ein zweijähriges Baby, was weiß ich, Vergewaltigung, dies, das, Schmutz, dass Leute da sind, die das unterstützen, sich mit dem Typ noch vor der Kamera zeigen, Lügen betreiben, was weiß ich, Kampagnen, das reicht nicht, guckt die hier an, ne? Dass man missbraucht selber, ne? Sowas fördert, ne? So ein Vater, der mit seinem Sohn einfach in Ruhe leben will, ne? Alle Rechte und alles hinter sich hat, trotzdem sowas erleben muss, solche Kampagnen über sich ergehen lassen muss. Ne? Ich finde das einerseits schwer kriminell, ehrlich, und andererseits absolut menschlich, unmenschlich, Leute. So, ich kann mich damit nicht identifizieren. Ich werde mich niemals auf sowas einlassen. Ich wollte heute einfach nur erstmal zeigen, was die Sache ist, was der Fall ist, warum ich es nicht gemacht habe und niemals machen würde. Und das war es jetzt eigentlich auch. Auf jeden Fall, ich bitte euch hier nochmal, Leute, lasst euch auf dieses Thema nicht ein. Das ist eine Sache, die nicht wahr ist. Ne? Hier ist eine rachsüchtige Mutter einfach, die gegen ihr Ex was hat und so verbissen da drin ist und vor nichts zurückscheut, schon seit Jahren, und auf ihrem Weg zig Leute schon reingezogen hat, ne? Und was weiß ich alles veranstaltet hat, bis aktuell jetzt diese Bande. So. Und denkt einfach an den Vater und an diesen Jungen, ne, die echt nichts gemacht haben und einfach ihr Leben leben wollen. Okay, Leute, lasst sowas nicht zu. Wenn ihr diesbezüglich was hört, achtet drauf, die Geschichte zieht gerade durch im Internet als Hope. Ne, die nennen die Geschichte Hope. Ihr könnt das auf diese Accounts und Kanäle von diesen Leuten sehen, die diese Kampagne betreiben. Lasst die Finger davon, ne, lasst euch nichts erzählen. Werdet nicht ein Teil von sowas. Ne, das ist schon schlimm genug. Und wenn ihr Leute seht, weist auf dieses Video hin. Wer gerne will, kann mich kontaktieren. Ich kann euch mit diesen Menschen auch persönlich in Kontakt bringen. Da gibt es so viel noch Sachen. Da könnte ich jetzt 3-5 Videos machen, aber ich will das einfach nicht jetzt in die Länge ziehen. Ich denke, das reicht fürs Erste. So, und alles Weitere werden wir dann sehen. Okay, und ich hoffe, dass ich am Ende dem Vater und den Aaron einen Gefallen damit getan habe. So, und mehr kann ich dann nicht machen, Leute. Okay, passt auf euch auf. Das war's jetzt von mir. Wenn sich der Nebel verzieht, sehen wir, wer noch steht. Vier Finger Mexican Style.